Arashi, Akira und Amaro. Das sind nur ein paar Namen von den 11 Welpen, die zu Wattwil auf die Welt gekommen sind. Es sind Landseerwelpen, eine seltene Schweizer Hunderasse. Gelungen ist der Zuchterfolg Christian Tanner. Und das gerade beim ersten Mal. So ist das also der A-Wurf. Und darum fangen auch alle Namen mit A an. Die Maya Bretscher ist auf Welpenbesuch und ist schon bei der Begrüßung überrascht worden. Wenn man bis Tanners läutet und reinkommt, steht das Begrüßungskomitee schon gierig an den Stegen parat. Das sind 4 rund 1 Meter grosse und 60 Kilogramm schwere Landseher. Die Schweizer Hunderasse trifft man selten an. Aber noch seltener wie Tier sind Züchter von ihnen. Der Christian Tanner ist der einzige in der Ostschweiz. Vor 5 Jahren hat er sich entschieden, seine Freizeit voll und ganz den schwarz-weissen Hunden zu widmen. Und der erste grosse Erfolg ist jetzt da. Im Raum nebendran warten 11 hungrige Welpen. Vor 3 Wochen sind sie auf die Welt gekommen und halten den Christian Tanner und die Mutterhündin Benita auf Trab. Benita, komm, Schätzchen, komm. Wir haben sehr einen grossen Wurf mit 11. Das heisst, die Hündin hat von Anfang an nicht genug Zitzen und nicht genug Milch, um alle ganz zu versorgen. Und einmal füttern hast du etwa 1,5 Stunden. Am Anfang alle 2 Stunden musst du füttern, das heisst, bis du fertig bist und aufgeräumt hast, kannst du wieder von vorne anfangen. Weil wir es die ganzen Familienbetriebe können teilen. Also mal tut der eine und mal tut der andere. Dann kommst du so 3-4 Stunden, vielleicht, wenn du Glück hast, kommst du über. Ja, und mit dem musst du einfach leben, solange du drin hast. Nach dem Füttern gibt es für den Christian Tanner aber keine Verschnaufspause. Die jungen Hündchen werden alltag gewogen. Die genaue Buchführung ist wichtig in der Zucht. 7 von den insgesamt 11 Welpen sind schon vergeben. 2'000 Franken verlangt er pro Tier. Finanziell lohnt sich das Geschäft mit den Landseher aber nicht. Es sei einfach ein ganzes teures Hobby. Die vielen Auszeichnungen an der Wand lassen erahnen, dass das Hobby mit Erfolg betrieben wird. Das heisst schon, dass man einen schönen Hund hat, oder? Und wenn einer 12 Titel erreicht, jetzt in ganz Europa, so wie das bei Attila der Fall ist im Moment, dann hat man schon, also ja, man fühlt sich schon nicht schlecht, muss man so sagen. Aber es ist nicht der Antrieb. Der Antrieb für uns ist effektiv das Hobby, das die ganze Familie betreibt, und da gehören die Ausstellungen mit dazu. Die Auszeichnungen sind bare Motivation für den täglichen Aufwand. Neben den Welpen wollen nämlich auch die 4 grossen Hunde gepflegt werden. 2x am Tag geht es voraus. Die Landseerhunde brauchen aber nicht speziell viel Bewegung und sind genügsame Tiere. Wenn der Christian Tanner mit seinen Hunden am Tourweg entlang geht, sorgt er mit seinem Rudel für Aufsehen. Aber das sei nicht der Grund, warum er sich für die Rasse entschieden hätte. Der Landseer ist nicht in erster Linie ein Statussymbol. Da gäbe es andere Hunde oder andere Rassen, die als Statussymbol angeschafft werden. Wir haben es, weil wir überzeugt sind von den Eigenschaften, die diese Rassen in sich trägt. Sie sind sehr menschenbezogen, sie sind sehr klärig, sie sind sehr ausgeglichen. Grundsätzlich ist der Landseer ein guter Wächter, er ist aber kein Kläffer. Er sagt, wenn ihm etwas nicht passt, wenn etwas ist, wo nicht gut ist auf dem Grundstück oder so. Weiter wird der Landseer oft auch als Herdenschutzhund eingesetzt und am Wasser als Rettungshund. Obwohl er auch ein guter Familienhund ist, steht er wegen seiner Größe und seinem Gewicht für viele Hundefans nicht zuoberst auf der Beliebtheitsliste. Und das Wochenende kann Christian Tanner seine Spaziergänge mit den schwarz-weissen Prachtskerli bei Sonnenschein geniessen, wenn er zu der richtigen Zeit rausgeht. Weil es kommt da immer wieder regnen. Wenn wir mit den Tropfen rechnen müssen, erfahren wir gerade vom Reto Vögeli. Und nachher gibt es wie immer am Freitag Lifestyle. Viel Vergnügen!